Grüß Gott, mein Name ist Christine Bergmeier und wir backen jetzt einen saftigen Rotweinkuchen. Dafür nehme ich die schön zimmerwarme Butter. Ups. Zucker und Vanillezucker. Eine Zimt und eine Prise Salz. Das Ganze wird schön cremig geschlagen, circa 6 Minuten. Nun schlage ich nacheinander die Eier in die Buttermasse und verrühre sie einzeln. Die Eier sind gut untergeschlagen und nun kommt das Mehl, Backpulver, Kakao und wir machen uns eine eigene kleine Backmischung, verrühren das und sieben das Ganze durch. So. Nun geben wir das Mehl zu der Buttermasse. Nehmen den Rotwein und rühren das Mehl und den Rotwein unter die Buttermasse. So, nun nehmen wir die Schokostreusel, geben sie dazu und die Rosinen. Wenn man es etwas fruchtiger haben will, kann man auch gerne getrocknete Cranberries verwenden. Das Ganze wird kurz untergehoben. Dann habe ich hier meine Gugelhupfform gefettet und gemehlt. Und da geben wir den Teig nun hinein und streichen ihn danach glatt. Einmal schön glatt gestrichen und nun geben wir unseren Gugelhupf bei 175 Grad ca. 45 Minuten in den Ofen. Zum Dekorieren machen wir eine Puderzuckerglasur mit Rotwein. Ich habe hier den Puderzucker, gebe die Hälfte des Rotweins hinein und dann wird es verrührt, bis es nachher eine schöne glatte Masse gibt. Nun ist meine Puderzuckerglasur schön altrosa und sämig. Mein Kuchen ist ausgekühlt. Eine schöne Tortenplatte. Nun geben wir unsere Rotwein-Puderzuckerglasur über den Kuchen. Lassen Sie schön runterlaufen und garnieren Sie dann mit den Rosinen aus. Und schon ist unser saftiger Rotweinkuchen fertig. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachbacken und einen guten Appetit.